Heute möchte ich dir ein Online-Tool vorstellen, mit dem du im Handumdrehen ohne große Software- oder Designkenntnisse eine ganze Palette an grafischen Produkten erstellen kannst. Die Rede ist von Canva. Egal, ob du einen Instagram- oder Facebook-Post, einen Flyer oder ein Logo entwerfen möchtest, mit Canva kannst du per Drag-and-Drop direkt im Browser gestalten und designen. Nachdem du dich registriert hast, kannst du aus einem von 6 Anwendungszwecken wählen, sodass dir entsprechende Vorlagen zuerst angezeigt werden. Wenn du ein Upgrade machst, hast du zusätzliche Inhalte, Grafiken und Vorlagen. Wir begnügen uns mit der Gratis-Version und fahren fort. Du kannst hier ein Team erstellen, um zusammen an einem Design zu arbeiten. Dann kannst du loslegen und auswählen, was du erstellen möchtest. Fangen wir mit einem Beitrag für Instagram an. Zur Linken haben wir das Menü und können zuerst eine von vielen Vorlagen wählen, um zu starten. Wenn dir ein Design gefällt, kannst du es per Drag and Drop auf die Arbeitsfläche ziehen und nach deinen Wünschen anpassen. Canva ist nicht wie Photoshop oder Illustrator nach Ebenen aufgebaut, was es manchmal etwas schwierig macht, das richtige Objekt zu fassen, aber im Prinzip musst du nur auf das entsprechende Feld klicken und kannst sofort Änderungen vornehmen. Im zweiten Reiter Fotos hast du Zugriff auf die Datenbank mit Stockfotos, die sich auch per Drag and Drop einfügen lassen. Grafische Elemente sind schnell eingebunden und anpassbar. Auch der Hintergrund ist einfach zu wechseln. Unter Uploads kannst du eigene Elemente hochladen und integrieren. Hier hast du unter anderem die Möglichkeit, weiteres Stockmaterial von zum Beispiel Pixabay zu benutzen oder auf Fotos von deinem Facebook- oder Instagram-Account zuzugreifen. Meine Kreation würde ich jetzt nicht unbedingt veröffentlichen, aber vielleicht kann jemand aus meinem Team mit mehr Geschmack noch was draus machen. Canva speichert den Fortschritt in Echtzeit und wir gehen zurück und schauen uns an, was es noch so gibt. Auch das Erstellen von klassischen Flyern ist kein Problem. Wieder hast du eine große Auswahl an Vorlagen, die du nach deinen Wünschen bearbeiten kannst. Oben unter Datei kannst du dir die Ränder- und Druckbeschnittzugabe anzeigen lassen. Canva bietet zudem einen Service an, der es dir ermöglicht, den Flyer direkt in größerer Auflage bei einer Online-Druckerei drucken zu lassen. Wenn du deinen Online-Beiträgen etwas mehr Dynamik verleihen möchtest, kannst du ab jetzt auch bewegte grafische Elemente verwenden. Da, wie schon erwähnt, Canva mit nur einer Bearbeitungsebene arbeitet, musst du die Objekte über die Option Position an die richtige Stelle bringen. Wenn du für dein Unternehmen noch einen Briefkopf benötigst, stellt dir das Tool auch hier einige Vorlagen zur Verfügung. Die Farben lassen sich problemlos nach deiner CI anpassen. Zur Inspiration und bei der Umsetzung eines Logos kann dir Canva auch behilflich sein. Schnell hast du Schrift und Farbe angepasst und kannst im Handumdrehen deine Ideen verwirklichen, um sie zum Beispiel als Pre-Design während deiner Entstehungsphase dem Kunden oder deinem Grafikdesigner zu präsentieren. Um auf die Schnelle ein Online- oder Printdesign zu entwerfen, bietet Canva ein Online-Tool mit intuitiven Lösungen. Grafikprogramme wie Photoshop, GIMP oder Illustrator kann man hiermit nicht vergleichen, aber für den Laien, der auf die Schnelle etwas entwerfen muss, oder dem erfahrenen Grafiker, der auf der Suche nach Inspiration ist, kann Canva sehr nützlich sein. Ich denke, speziell Menschen, die im Social-Media-Bereich tätig sind, kommen hier voll auf ihre Kosten. Besonders, dass die Gratis-Version wenig Einschränkungen hat, finde ich lobenswert.